liebe Zuschauer, hier ist Laferlichter lecker am Samstagnachmittag. Schön, dass Sie zuschauen. Und wir haben hier ein tolles Publikum. Leider hat man jetzt lange Pause. Der Wintersport hat nicht zugelassen, dass wir sie kochen. Aber heute umso schneller, umso besser. Und an meiner Seite ein Mann, den ich sehr verehre. Er kann fast alles besser als ich. Ich hoffe nicht auch noch das Kochen, zumindest das Singen. Herzlich willkommen, hier ist Gunther Emmerlich. Meine Verehrung. Lieber Gunther, was ist denn schwieriger? Kochen oder singen? Ich denke mal, richtig gut kochen können ganz wenige. Und gut singen? Einer steht neben mir. Und gut singen können viele. Gibt's ja ganze Chöre. Dann sag mir jetzt bitte, was kochst du denn heute? Ich koche, jetzt muss ich aber wirklich mal auf den Spickzettel gucken. Bei euch muss man ja immer etwas kochen, was man gar nicht kann. Aber ich lerne es ja dabei. Du bist ja da. Zander im Speck. Ich werde dich mal in die Oper einladen und dann singst du mal was, was du nicht kannst. Zander im Speckmantel auf rote Beete, Risotto und Meerrettichschaum. Klingt Wahnsinn, gut. Klingt lecker, gut. Oder? Ja. So, liebe Zuschauer, das ist zunächst mal der Fisch. Und ich habe mir vorgenommen, etwas zu kochen, was wahrscheinlich viele gerne essen, und zwar eine Creme Brûlée von Mango mit einer Chili-Zuckerkruste und dazu Mango-Sorbet. Einverstanden? Mm. Ja? Gut. Und du hast gesagt, du kochst immer was, was du eigentlich gar nicht kannst oder weißt. Also ich koche schon, aber ich koche bei dir immer etwas, was ich nicht kann. Ich glaube, der Horst macht das jedes Mal, oder? Ja. Was hat er gesagt? Ich sag mal nichts an der Stelle. Ach. Ja, meine Damen und Herren, was soll ich sagen? Herzlich willkommen zu Laferlichter lecker. Und ich habe heute an meiner Seite aus ganz speziellem Wunsch und Grund eine Person neben mir, weil ich habe ein kleines Problem mit Johann. Begrüßen Sie ganz herzlich Erika Berger. Danke, danke dir. Liebe Erika, du kochst ein Rosenkohlsüppchen. Und ich weiß, du bist begeistert von dieser Suppe. Und ich mache etwas, falls unser Gespräch heute nichts bringt, mache ich ein Pilzrisotto, welches ich dann immer noch Johann geben könnte zum Probieren, falls wir die Probleme untereinander nicht gelöst bekommen. Das finde ich eine sehr gute Idee. Hast du auch einen Fliegenpilz da drin? Selbstverständlich, ja, aber liegen gut, drunter, sind die hübschen Bunte. Ja, genau. Ja. Erika. Das sind noch die einzigen, die ich kenne. Die Fliegenpilze. Ja. Sie löst sehr viele Probleme sehr direkt, nicht nur im Gespräch. Erika, wir starten mal. Danke. Rosenkohl schön klein schneiden. Damit es auch eine schöne Cremesuppe wird, die Kartoffeln natürlich auch schön in kleine Würfelchen schneiden. Ja? Zwiebelchen fein hacken, andünsten, Rosenkohl mit Kartoffelchen, schön anbraten. Nicht so schnell, weißt du? Okay, sag mal, ich habe mit Johann so ein kleines Problem. Du hast ein Problem? Ja, ja. Weil ich, guck mal hier, ich häkel jetzt in meiner Freizeit immer Topflappen. Oh, ja? Hey, die sind ja super. Ja, und Johann möchte aber nicht, dass ich die Bettgarnitur davon mache. Nicht? Nein, er ist da irgendwie ganz komisch geworden. Er will das lieber aus Satin haben. Seit wann? Ja, ich weiß es auch nicht. Irgendwie überträgt sich dieses feine Kochen auf alle Lebensabschnitte von ihm. Offenbar. Du, ich kenne den Johann ja auch schon länger. Ja. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, er war früher irgendwie rustikal, ne? Deshalb auch das Häkeln. Ja, rustikal ist er nur in seiner Freizeit. Ja, ja. Aber, meine Damen und Herren, was wäre die Sendung, ohne dass ich ihn zumindest vorher mal in den Arm nehme? Mein Kochsalz Copperfield, Johann! Johann, bitteschön. Kochsalz Copperfield. Ja, du nimmst ja nur noch. Ich danke dir sehr. Sag mal, was mache ich damit? Johann, die hat uns ein ganz lieber Fan gehäkelt. Ja. Ja. Und hat mir die geschickt, dass ich dir einmal überreiche. Du kannst sie aber aussuchen. Möchtest du lieber die haben oder die haben? Sie sehen doch gleich aus, oder? Nee, der täuscht. Die sind anders gehäkelt. Die waren vorher fertig. Ach so, aber ich muss schon scherzen. Erstmal vielen Dank. Wer hat die geschickt? Eine sehr nette Dame, und die Post hat sie aber gebracht. Aha. Ja. Weißt du, wie die aussehen? Wie die sehen aus wie das ZDF-Desk-Bild. Guck mal. Ja. Obwohl, Johann, wenn ich das so angucke, könnte ich dich auch für den Urlaub nehmen. Jetzt hör auf, die Frau hat sich viel Mühe gegeben. Erstmal vielen Dank. Danke für die Topflappen. Ja, danke schön. So. So, Mango. Mango.
Mangosorbe übrigens, ja. Ui. Mangosaft mit Zitronensaft und etwas Zuckersirup gekocht. Kurz mal zeigen, was da drin ist. Und zwar Zucker mit Vanillestangen, Sternanis und Zimt aufkochen und dann dazu gießen. Und jetzt dieses Mangopüree, so wie es ist, alles in die Eismaschine zum Gefrieren. Es gibt jetzt ein schönes, leckeres Sorbet, ja. Und hier vorne kocht schon mal Sahne, Milch und Zucker für die Crème Brûlée vom Mango. Und du schälst rote Beete, ja? Und ich bin gleich fertig. Okay, dann entsaften bitte. Sag mal, Gunther, bei der Stimme, die du hast, war das ein gottgegebenes Geschenk oder kann man die trainieren? Ich meine, dass man singen, trainieren, lernen muss, ist klar, aber es ist ja ganz viel Talent. Also das, was die Natur einem gegeben hat, dafür kann man dem lieben Gott nur dankbar sein. Und dann muss man versuchen, das irgendwie auf welchem Wege auch immer, Privatunterricht oder Musikhochschule war es bei mir, etwas kultivieren. Ja, ja, weil ich habe die Stimme ja definitiv nur, wenn ich mit Johann auf der Reeperbahn war, also am Morgen. Sonst. Ne? Naja, wenn man das nicht kultiviert, klingt man am Ende wie du. Ne? Wer will das schon? Ne? Erika, weißt du, was das Schlimme ist? Was? Der Mann hat recht. Ja, nee, du hast ja auch durchaus einen Kavaliersbariton. Kann man so sagen. Das ist aber schön. Ein Kavaliersbariton. Was heißt das? Das ist ein geschmeidiger Bariton, der durchaus bei den Damen gerne gehört wird. Kavaliersbariton? Kann man das nicht sagen? Bei ihm doch nicht? Ja. Muss ich mir jetzt merken, Horst. So, ich mache jetzt Liebe Erika, das schmeißen wir jetzt hier rein. Du darfst die Butter nehmen. Alle? Nein. Nein, ein bisschen so. Butter. Ja. Ja? Ja. Oh. Danke. So, jetzt kleinschneiden und dann entsaften. Ich mache jetzt hier gerade die Crème Brûlée. Also ich nehme einfach Eigelb, Mangopüree, aufgekochte Milch, Zucker und Sahne. Mische diese fünf Bestandteile und werde das Ganze jetzt über Wasserbad schaumig rühren, ja? Dass es eine schöne dickflüssige Masse wird. Und zwar Mangopüree, Eigelb, aufgekochte Milch, Sahne und etwas Zucker. So, das wird jetzt hier zur Rose abgezogen, das wird so lange gerührt, bis es leicht dickflüssig ist. Das ist die Voraussetzung für eine leckere Crème Brûlée. Also da muss ich schon sagen, Johann, da hast du richtig was weg drin. Rose aufschlagen ist schon schön. Ich habe auch mal eine Rose aufgeschlagen bekommen, aber das hat wehgetan. Ja? Ja. Sag mal, Gunther, ich habe eine Bitte. Ja. Ich soll die Roten hier vier teilen. Dafür wärst du in der DDR hinter Gittern gekommen. Aber ich mach's mal. Sag mal, nee, eine Bitte, weil ich bin ein großer Fan von deiner Stimme. Kannst du einmal so einen schönen Ton ansingen und so lange halten? Weil das finde ich immer so Wahnsinn. Da bekommt man ja auch den meisten Applaus, ein Standing Ovation, wenn jemand auf der Bühne steht und singt und macht dann diesen wunderschönen Ton und hält ihn einfach. Soll ich ein Ja singen oder ein Nein? Für mich ein Ja und für Johann kannst du gleich mal ein Nein machen. Ja, bitte. Nein machen ist ja wieder was anderes. Ein Vielleicht noch. Also erstmal halt eine Frau. Vielleicht. Erstmal ein Ja. Du weißt aber, dass du heute. Ja. Und jetzt ein Nein sollte man nicht zu lang halten, sonst hat es keine Wirkung. Einmal bloß Nein. Okay. So. Und wenn du so weitermachst, kann ich jetzt schon sagen, wir sind heute nicht fertig mit dem Kochen. Du solltest jetzt mal die rote Beete entsaften. Gibst du mir keine Tipps mehr. Das ist meine größte Befürchtung. Du sollst jetzt entsaften, so sage ich auch Nein. Ja. Okay. Sag mal, Erika, mit diesem Nein, was er eben so spontan gesungen hat, ist ja eher so ein Frauenwort, ne? Stimmt. Oder? Aber meine Mutter hat immer gesagt, sag nicht so oft Nein, da kriegt man einen schiefen Mund. Das lasse ich mir nach der Sendung noch mal ganz in Ruhe erklären. Ja, ich kann dir alles erklären. Du kannst mir alles, du kannst alles erklären. Was ich unbedingt nachher mal sehen möchte von dir ist, weil das habe ich sehr bewundert, wie du deine Beine übereinander faltest und unten den Fuß da und das andere Bein wieder schiebst. Ja, das ist ganz einfach. Zeigst du mir nachher? Ja, zeige ich dir. Aber jetzt kann ich hier nicht weg. Nein, da solltest du erst mal beibleiben. Magst du eigentlich Rosenkohlsuppe? Guck mal, das sieht ja aus wie im Schlachthaus. Ne? Mein lieber Mann, hat was Martialisches. Mama, du hast
Hast du jetzt vor, irgendwie uns da alle fertig zu machen? Es sieht irgendwie martialisch aus. Nein, hör auf jetzt. Halt die Karaffe da drunter. Was mache ich falsch? Gucken, Erika. Was mache ich falsch? Na, halt die so drunter, komm. Du hast mir... So geht es. Ja, du hast mir das Schälchen hingestellt. Sieht aus, ist okay? Sieht aus wie im Schlachthaus hier. Komm, wirklich komm, wir gehen auf unsere saubere Seite. Guckt ihr das mal an, ja, geschieht. Ja, der feine Herr Lafer kocht heute mal erdbezogen. Mein lieber Herr Kukuschinski. Johann, das hast du dir aber auch anders vorgestellt, oder? Die rote Beete kommen aus der Erde, die wollen ja wieder zurück. Schau, ja, danke. Ja. Nee, kein Wasser drauf schütten. Ich hatte aber jetzt eben dich unterbrochen. Magst du Rosenkohl? Ich hasse Rosenkohl. Das ist das einzige Gemüse, das ich nicht leiden kann. Neben Brokkoli übrigens. Kann man kurz mal zeigen, hier diese schöne Creme Brûlée von Mango. Das ist also hier jetzt die Masse in den Schälchen. Die ist leicht dickflüssig, ja, das muss man zeigen. So, schön. Und die schiebe ich jetzt einfach so in den Backofen bei 90 Grad. Soll ich dir behilflich sein? Nein, geht. Ich bin da drüben. Ja, ja, das ist zu viel. Wir nehmen immer ein bisschen mehr, falls was schief geht. Ah, okay, dann mache ich jetzt so. So. Ich habe übrigens die Kartoffeln hier mal schön geraspelt für meine Kartoffelplätzchen. Unterhitze, ja, passiert da nichts. Und jetzt würde ich sagen, ich lasse das hier unten rauslaufen, den Saft. Ja. Mit Wasser aufs Blech, ja? Lassen wir einen Moment stehen, bevor ich die fertig mache. Da machst du aber ein Ei dran, oder? So, mit Wasser drauf dann. Die Schalotten in. Und machst du auch Mehl dran? In ganz kleine Stückchen, ja? Genau. Gut, das sei mal ehrlich, was waren da noch für Zeiten, als Zwiebeln keine weiblichen Vornamen trugen, ne? Charlotte. Ja. Als sie noch Zwiebel hießen. Ja. Es schleicht sich da immer das R hinein, ne? Ja, ja, Charlotte. Charlotte. Ja. So, jetzt gehen wir mal her. Ich brauche offenbar. Ich mache nämlich den Jugenderinnerungen was den zu tun haben. Ja? Und zwar muss man erstmal jetzt folgendes wollen, der Zander. Den kannst du dann auch rausholen, gell? Der wird wahrscheinlich im Kühlschrank liegen, Johann. Ja, ja, den habe ich oder schon gesehen. Oder er schwimmt noch. Nein, habe ich schon gesehen. Erika? Nee, das kocht nicht auf Kommando, das dauert einen Moment. Ja, ja. Ja. Das ist aber so, weißt du, die Temperatur verteilt sich ganz langsam. Das ist wie Vorspiel. Die Suppe wird ganz langsam heiß und dann brodelt's, okay. Ja. Danke, dass du mir das sagst. Bitte schön. Sag mal, Erika, wie bist du damit überhaupt klargekommen oder wie ist das gekommen, dass du urplötzlich, ich sag jetzt mal die, ich weiß nicht, ob man das so sagen darf, die Sexmutti Deutschlands bist, dass auf einmal Menschen mit dir reden wollen über ihre Probleme. Nimmt man die wirklich ernst oder bist du dann auch schon mal so nach einer Sendung, wo du sagst, leck mir am Arsch, was raucht der für eine Scheiße? Also ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ja? Ich habe mich ja sehr lange Zeit mit dem, für Zeitungen und Illustrierte mit dem Thema beschäftigt. Ne? Ja. Und dann irgendwann habe ich ein Buch geschrieben und dann bin ich zum RTL gegangen. Ach, das war dieser kleine Randsender, ne, Johann? Genau. Kennst du noch? Ah, die haben ja vorher ja noch richtig Sendungen ausgestrahlt. Und, ja. Und die ihr ja alle aufgezeichnet habt, hoffe ich. Ja, du, und dann wird mir halt alles Mögliche gefragt. Aber um jetzt ganz ehrlich zu sein, ja. Manchmal sagst du natürlich schon, du, Frau Meier, ob Sie jetzt einen Orgasmus haben oder nicht, das ist mir jetzt im Moment wurscht. Jetzt gehe ich ein Bier trinken. Ehrlich? Ja, ja, obwohl, das machen ja alle Männer, ne? Genau, hinterher ein Bier. Und damit durfte man noch eine Zigarette rauchen, verstehst du? Sag mal. Ja. Ja. Was waren denn so die absolut kuriosesten Geschichten, die du da so erlebt hast? Gibt es da so wirklich nicht vergessbare Dinge? Das kann ich dir sagen. Es hat mich meine Frau angerufen, die war mit ihrem Mann in Österreich im Urlaub. Und darum erzähle ich mir das auch. Hier, wir sind beides Österreicherin. Nein, ich komme aus München, das ist klar. Also, du bist eine Bayerin. Ja. Dann sag doch, die waren beide in der Schweiz im Urlaub. Boah, Schmidt, genau. Also, pass auf. Nein, also, die war jedenfalls in Österreich im Urlaub, tut mir jetzt leid, das war so. Ja. Und dann kam ein Gewitter und haben sie sich untergestellt und in den Heuschober, in einen Stadel. Ja. Also, ein Stadel ist ein. Ne? Ja, das wissen Sie. Nein, Sie wissen es. Ja. Und dann kam diese Biene und diese Blume. Nein. Dann haben die da drin gepoppt und er fand das wahnsinnig toll. Richtig toll fand er das. Und dann sind sie wieder nach Hause gegangen, also gefahren nach dem Urlaub. Und dann hat sie mich angerufen, weil der Mann das auch immer zu Hause im Heu haben möchte. Ja. Da habe ich gesagt, meine Güte. Und dann hat sie gesagt, ja, wo kriege ich denn das Heu her? Da habe ich gesagt, das ist ganz einfach, da gehen Sie in eine Zoohandlung und holen Sie ein Heu. Und wenn der fragt, warum, brauchen Sie so jeden zweiten Tag ein Ballenheu, dann sagen Sie einfach, Sie haben ein Kleintier zu Hause. Ja. Ja, okay. Sie hat, ja.
Wunder. Johann, ich stelle mir das gerade vor. Hast du dem nichts hinzuzufügen? Ich bin ja, ne, ich bin ja froh, dass das nicht auf der Autobahn geschehen ist. Ne? Der Aufwand wäre größer gewesen. Ja, ja. Ich stelle mir gerade so bildlich vor, die geht in die Zuhandlung und sagt, ich brauche 2 Ballen Stroh. Ich habe einen Riesenhamster zu Hause. Ja, also, ja, ich hätte jetzt auch sagen können, ich habe einen... Ja. Wir müssen aufpassen, die Sendung kommt um 16.15 Uhr, weißt du? Ja, ja. Ja? Wir können das schön umschreiben. Nee, nicht rausschneiden, umschreiben. Ah, umschreiben. Umschreiben. Ja, ja. Noch ein bisschen reiner. Jetzt kannst du, ich setze das jetzt an und du tust bitte den Zander einbacken in Speck. Ja. Sonst wären wir nicht fertig. Jetzt brauche ich erstmal Nüsse. Was machst du jetzt, Nüsse? Ich brauche jetzt Nüsse und zwar, ich habe hier verschiedene Nüsse. So Nüsse, Paranüsse, Erdnüsse, Haselnüsse, Bekannüsse, ja. Ich will das alles schön hier mixen. Ganz fein, sind vorher geröstet. Ach, das war das, was heute Morgen so eine Rocke hat im Zimmer. Querklappen, quer. So, ja, ja. Genau. So. Wie hättest du denn gern? So. Den Lachs in feine Streifen. Mach ich schöne so Stäbchen mit Honig und gerösteten Nüssen. Als Beigabe zu Crème Brûlée. Mmh. Hört sich nicht verkehrt. Mach ruhig Krach, Johann. Dann schüttet wieder alles aus. Was sagst du, Erika? Er schüttet wieder alles auf den Boden. Nein, nein, er schüttet nichts auf den Boden, er macht nur Krach. Ach. So, deine Suppe kocht immer noch nicht. Den Lachs in schöne, feine Streifchen schneiden. Ja, und dann geht ich bin gerade hier Lächeln. Meine gemischten Pilze, das Kräuterseitlinge, Champignons. Hast du gesehen? Mach den einen noch und dann ist gut. Da steht ja auch Steinpilze. Schön mit Zwiebelchen andünsten. Mhm. Hier mache ich gerade unsere Kartoffelteig fertig. Da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen. Zu wenig Pilze in der Pfanne. Findest du? Zu wenig, ja. Würde mehr reinmachen. Er moppert immer. Erika, ist das eigentlich ein unerfülltes Leben, Liebesleben, wenn der immer so moppert? Na klar, muss er irgendwo sich austoben. Und er tobt sich jetzt hier bei uns aus. Bestimmt. Könnte ich dem irgendwie entgegenwirken? Dem kannst du entgegenwirken, indem wir ihm jetzt die Fliegenpilze servieren. Gleich. Die Kuhsuppe kommt. Guck mal, ist das nicht toll? Ich habe noch nie jemanden gesehen, der sich so freut, wenn eine Suppe kocht. Ehrlich. Ja, ja, also so in etwa. Ja, feine Streifen, damit es nachher auf der Suppe hübsch aussieht, weißt du? Oh. Also was, guck mal. Ja, Johann? Hier, bestreichen den Blätterteig mit Akazienhonig, Vitrille und dann die Nüsse draufstreuen. Also so einen Belag drauf machen. Mm. Oh, das ist aber eine tolle Idee, Johann. Ja, sensationelle Idee, oder? Die ist sensationell. Das hätte ich nicht gekonnt. Was ist das? Nee, das hätte ich auch nicht gekonnt. Nee, also allein die Idee zu haben, hat weißt du? Geschickt aufgeteilt. Ja, jeder andere hätte ja die Nüsse ganz draufgelegt. Ich zum Beispiel. So. Sag mal, Erika, meinst du eigentlich, dass Deutschland mittlerweile aufgeklärter ist, als das früher üblich war? Aufgeklärter schon. Theoretiker sind es gut. Ja. Aber wie es in der Praxis ausschaut, das wissen wir natürlich alle nicht. Ne? Hast du das gehört, Johann? Johann. Wir anbraten ihn etwas. Erika hat gerade gesagt, wir wären gute Theoretiker. Ja. Mehr wüsste sie aber noch nicht. Soll ich dir Johann mal leihen? Nein. Danke. Also ich weiß ja nicht genau, ob er sich ausleihen lässt. Johann? Oh, der merkt davon gar nichts. Ich klebe dir einen Schnäuzer an, dann glaubt er, alles ist wie immer. Genau, dann brauche ich... Mach wieder hier. Du, dann brauche ich ihn auch nicht ausgebrochen. Was, sag mal, von was sprichst du, wenn der Tag hell ist? Boden bedeckt, ja? Okay. Boden musst du bedecken, ja, ja, ja. Ja, ja. Nee, nee, genug, hör auf, zu fett. Zu fett. Zu fett, da. Ich wollte nur sagst helfen. Da, du sagst doch noch ja, du blöden Mann. Du. Ja, ich wollte nur helfen. Warum sagst du dabei hab ich nicht, warum sagt er jetzt dabei nicht, hab ich nicht Mann, gefragt. So, jetzt rein da, Knoblauch. Weil du ihn nicht beachtet hast, Johann. Ja, doch, ich bin konzentriert, ich muss gerade Streifen schneiden. Das ist gerade zu einfach. Du, also das mit den Streifen, das... So, das ist schon mal für den Teig, das muss ich dann gleich noch machen. Ich rufe mal gerade jemand an, und zwar einen Mann mit dem richtigen Namen. Paul Schmidt, weißt du, das ist mein Name. So, Paul Schmidt. Paul Schmidt, hallo. Hallo Paul Schmidt, hier ist Horst Lichter von Lafer Lichter Lecker. Ach, hallo Herr Lichter. Mensch, Paul. Moin, moin. Moin, moin, kommst du hier aus Hamburg? Ja, aus Hamburg komme ich.
Stimmt, dann kostet euer Telefonat nicht so viel, ne? Genau, ja. Norden. Weihnachten, Silvester, alles war schön? Alles super, auf jeden Fall. Ja, ich fand auch, wunderschöner Jahreswechsel, ja. Was hast du denn für eine Frage, Paul? Ja, bei mir ist es so, ich esse super gerne Rosenkohl. Rosenkohl, ja, ich auch. Erika Berger ist ein riesen Fan von Rosenkohl. Ja, ich auch. Ja. Nur ist es so, er wird immer ein bisschen bitter bei mir. Bei dir? Wie kriege ich das in den Griff? Das liegt aber nicht an deiner Person, da kann ich dich schon mal trösten. Rosenkohl an und für sich hat die Angewohnheit, dass er immer mal sehr bitter schmecken kann. Es gibt ein paar Dinge, die man beachten sollte. Rosenkohl muss auf jeden Fall schon mal Frost mitbekommen haben, weil dann nimmt ein bisschen von der Bitterheit. Helfen tut zusätzlich, dass man sehr viel vom Strunk rausschneidet, weil da sind die Bitterstoffe drin. In Oldenburg fehlt es doch immer. Verstehe. Herr Lafer meint, gerade in Oldenburg wird es ständig frieren. Yeah. Er verwechselt das jetzt mit unserer Beziehung, in der es momentan fröstelt. Ja. Ein Tipp beim Kochen. Ein bisschen Zucker mit ins Wasser tun oder ein Spritzer Zitronensaft. Hilft schon mal. Okay. Ja. Und wenn dann immer noch nichts hilft... Ja. Das ist Blumenkohl. Brokkoli ist auch lecker. Noch eine Frage an den Herrn Lafer? Eigentlich nicht. Möchtest du vielleicht mit Erika Berger sprechen? Die ist zufälligerweise hier, falls du irgendein Problem hast. Nee. Ich habe eigentlich keine Probleme. Schade. Glücklicher Mann. Paul, ich wünsche dir einen schönen Tag noch, ne? Ja, wünsche ich Ihnen auch. Danke dir. Tschüss, Paul. Tschüss. Netter Kerl, ne? Ja. Ich habe gar nicht gesagt mit diesem blöden Rosenkohl, dass der bitter schmeckt. Schmeckt der auch bitter? Rosenkohl kann bitter schmecken. Ich muss jetzt wieder in den Kühlschrank. Tu dir ein bisschen Muskatnuss rein. Ne? Ah, danke. Bitte schön. Was wird eigentlich mit dem Alkohol, Johann? Willst du was trinken? Nee, ich habe ja hier Weißwein rein. Der Alkohol verdammt, verdunstet. Voll ins Haus. Ne? Oh, guck mal hier, was Johann da Schönes macht. Das ist ja cool. Ich zeige mal, so keine Nussschnecken, ja? So Nussschnecken ganz kurz, schnell und einfach gemacht. Brot, wie früher so eine Nussbudiz in Österreich, mache ich jetzt mit Bleibteig. So einfach aufdrehen. Ist hier so? Ja, vor allen Dingen, wenn man einmal sieht, wie es geht, ne? Und dann hier drauflegen, so. Der Johann hat mir ja bei vielen Sachen die Angst genommen. Guck mal, sonst hätte ich ja gesagt, so traut man sich nicht selber zu machen. Was, aber wenn man das so sieht, man merkt super. Schon, Johann, dass du bei Flörop die Lehre gemacht hast. Ja. Sehr schön. Bei Flörop. Na, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich hätte, wenn ich nicht Koch gelernt hätte, hätte ich Gärtner gelernt. Was? Gärtner? Ja. Warum? Weil es ist ein total... Was machst du denn? Keiner hat gesagt, was soll anbrennen. Naja, deswegen habe ich es ja runtergenommen. Ja, du hast gesagt, der Alkohol verdampft und da habe ich jetzt so lange dran gehofft. Nein, hier gibt es auch nicht. Und ich mittlerweile besoffen bin. Hier gibt es eine Flüssigkeit zum Aufgießen. Aha, siehst du? Und du sollst es nicht schütteln, du bist ein Schüttler vor dem Herrn hier. Ich bin ein Schüttler, ja. Das ist... Und zwar... Das meint er jetzt, das meint er, er ist total im Ernst mit dem Schüttler. Ja, also hier ist zum Beispiel Hühnerbrühe, da gibt es den einfachsten Schüttler überhaupt. Heute essen wir den Suppenhahn, den gestern wir noch Huppensahn. Suppenhahn, Huppensahn. Ne? Und was den Alkohol anbelangt, wenn du also zu oft riechst dran, ja. An dieser Soße. Bist du besoffen? Mit Weißweine, da hat Karl-Maria von Weber, hat als Musiktherapeut uns etwas hinterlassen, etwas Geschütteltes. Leberleiden, hör mal zu, Leberleiden haben Leute, die lasterhaft sich laben heute. Bei Aufenthalt in Heilanstalten kann Besserung dann steil anhalten, wenn zur Kur Gesänge klingen, Patienten Webersklänge singen. Denn Therapie durch Weberlieder regeneriert die Leber wieder. So. Zum Thema Schütteln. Ja. Oh, das wirkt und aber vielleicht sehr lecker hier, für Frau Berger, wenn Männer Wert auf Weiber legen, tun sie es oft der Leiber wegen. Das hätte er es nicht gesagt, ehrlich. Aber wo er recht hat, hat er recht. Ja. Sag mal, was ich sehr schön finde, ist, dass du den Topf da ganz andere Farben gegeben hast unten. Nee, aber ich bin dabei, die alte Farbe wiederherzustellen. Wenn du das schön abgerubbelt hast. Ja. Gucke, es geht. Ja, weil aber, das sieht ja noch aus, als wenn du zweifarbigen Reis hast. Es soll ja auch ein bisschen eindampfen, die ganze Geschichte. Ja. Ne? Riecht's gut? Es riecht lecker, aber ich sehe nichts mehr. Brühe drauf, heiße und weiter und auf den Herd gehen lassen. Ja, genau. Dann wird das nichts. Und das muss dann wieder eindicken. Und so, der Herd muss auch an sein. Dreimal eindicken. Der war aber heftig an. Da hast du ihn ausgemacht. Ja. So, jetzt geht er. Jetzt schön weiterkommen. Ja. Ich mache immer noch Röllchen. Hörst, wie weit bist du denn?
Jetzt machen wir hier mal ein Fännchen und dann gucken wir mal, ob das erste Kartoffelreibeplätzchen was wird. Da bin ich aber sehr gespannt. Wieso bist du da sehr gespannt? Ja, Kartoffeln haben mich selten enttäuscht. Im Gegensatz zu Frauen. Wie war das? Ja, bei Kartoffeln. Die Kartoffeln. Obwohl, da gibt es ja auch viele Missverständnisse. Ich habe letztens mit einem Kumpel gesprochen, habe ich gesagt, du kommst vorbei, wir machen Sieglinde und Viola weich gekocht. Und das hat er gedacht? Der hat sich geduscht und hat gedacht, komm, Weiber. Ja. Ne? Dabei waren nur Kartoffeln. Ja, ja, so. Aber der Kartoffel jetzt auch nicht anschauen. Ja. So, jetzt gucken wir mal. Ah, die Pfanne ist noch nicht so heiß, wie ich sie gerne hätte. Ne? Muss richtig knallheiß sein. Ja, aber das macht nichts. Wenn ich die jetzt in Ruhe lasse, wird es ja heiß. Gut, dann machen wir mal so. Okay. Ne? Wir machen den einmal als Testballon. Den probieren wir gleich. Bei dem Pilzgemüse hier, ganz kurz. Ich habe dann mit Gemüsebrühe aufgegossen, Weißwein, bisschen Sahne. Jetzt lassen wir das Ganze schön einreduzieren. Nachher wird mit Weinbrand und Dijon-Senf abgeschmeckt. Ja. Man kann den Weinbrand auch vorher trinken. Genau. Ja. Da bin ich ja immer noch am Rätseln. Ja, du brauchst ja nicht alles trinken. Ja. So, wir probieren mal dein Süppchen. Ich glaube, das ist zu wenig Gewürz. Ich weiß nicht. Du glaubst, das ist zu wenig Gewürz? Ja, ich vielleicht. Warte mal. Aber heiß ist, pass auf. So, jetzt da, pass auf. Die Körner müssen sich richtig vollsaugen, ne? Die Kost muss vollsaugen? Na, der Reis. Der muss weniger kochen, weniger kochen. Also, das könnte noch jede Suppe werden. Das ist halt eine Gemeinheit. Dann mache ich jetzt eine Gulaschsuppe. Ja? Ja? Also ich sag mal so, die hat jetzt noch nicht irgendeinen Geschmack, der in irgendeine Richtung deuten könnte. Wir kochen ergebnisoffen. Nee, die schmeckt doch nicht nach Rosenkohl. Das ist ja das, was mich so wundert. Noch so viel, ja. Das, du bist der Erste, der es schafft, mit Rosenkohl eine Suppe zu kochen, die noch nicht mal nach Rosenkohl schmeckt. Stimmt überhaupt nicht. Ne? Schmeckt eher nach Schalotte. Nach Schalotte, ja. Die schmeckt noch nicht mal bitter. Weil ich Zucker reingetan habe. Darf ich mal probieren, Leute? Na, Johann. Das ist ungefähr so, als wenn du Bus fährst ohne Bus. Ja, aber das muss man erst mal beherrschen, verstehst du? Ja. Sag nicht, also, Watze, ist es warm? Ich glaube, es ist heiß. Na, Johann. Wer hat da vorhin angerufen? Das war der Paul. Kannst du dem Paul sagen, der schmeckt nicht bitter? Schmeckt nicht. Paul schmeckt nicht bitter. Es schmeckt, aber schmeckt eigentlich nach gar nichts. Ja, sag, ja, eben, ja, sag doch. Ja, das ist das Schöne. Sag mal, das ist eher was. Das ist eine Schweizer Suppe, Johann. Die ist neutral. Ja, genau. Das wollte ich eigentlich auch damit herausstreichen. Ne? Wo ist das Salz? So, damit bin ich gerade am Arbeiten. Okay. Braten wir unseren Zander. So, Zander, ganz wenig Butterschmalz, weil der Speck gibt ja noch Fett aus, raus da. Ja. So. Jetzt müssen wir gucken, dass er schön heiß wird, dann der Speck schön angebraten wird. Gut. Wir warten noch, ja? Jawohl. Und bei dir, das ist jetzt die Meerrettichsoße, einfach Schalotten, Knoblauch, Sahne und Brühe einkochen lassen. Ja. Dann aufmixen und dann kommt dazu Meerrettich. Frisch gerieben. Das ganz ist das am Schluss. Hier. Das ist das, hier, genau. Ist das. Johann, sie hat übrigens gerade Angst gehabt, dass die Suppe anbrennt. Ja. Ja, wann brennt Suppe an? Wenn die weg ist. Ja? Kurz bevor sie weg ist. Ja, ich habe eigentlich gedacht, dass deine Pilze anbrennen. Sag mal, jetzt können wir hier zwei ungeschälte. Knoblauch andrücken ein bisschen und alle Fische. Hast du nur drei Fische gemacht? Ja, das ist der vierte hier. Ja, vierte. So. Hattest du jetzt Knoblauch rein damit. Andrücken. Jetzt anschneiden ein bisschen. Ja. Dann Rosmarin rein, Thymian rein. Und hier weiter kochen. Gell, dein Risotto. Dann wird das nichts. So, schön kochen. Und Thymian, Rosmarin auch dazu. So, dann brauche ich irgendwie den Mixer. Den muss ich jetzt sauber machen. Normalerweise schmeckt ein Rosenkohl nach Rosenkohl, das stimmt. Aber das schmeckt gar nichts, weißt du? Ja, das war wahrscheinlich sehr junger Rosenkohl. Ja. Denke ich mal. Jungfräulicher Rosenkohl sozusagen. Aber guck mal, wie schön die Kartoffelplätze werden. Ja, das ist toll. Das ist toll. Ein Träumchen, da hast du jetzt reingemacht, ein Träumchen. Ei, Salz, Pfeffer. Ei, Salz, Pfeffer, Muskatnuss. Und ich habe die Kartoffelstärke, die ich vorher ausgedrückt habe, wieder mit reingetan. Ne? So. Ja. Wenn du da vorne so ein bisschen deinen Platz ein klein wenig sauber machst, dann können wir nachher nämlich gucken, wie wir das Süppchen mal anrichten. Oder vielmehr zeigen, was du angerichtet hast. Ja. Also diese Kartoffel brauchen wir ja auch nicht mehr, ne? Ups. Nee, die Kartoffel brauchen wir nicht mehr, die legen wir weg. Die können wir noch mal einfrieren. Wie sieht das aus, Johann? Dein Eis lecker? Gunther, komm mal her, bitte. Ja. Nimm einen Löffel, probier. Probier. Butter, Lena? Ob ich noch Butter brauche? Ja. Ja, sicher. Dann. Ich habe ja nicht vor, auch zu kochen. Behilflich sein. So. Du musst schon probieren. Du musst probieren gleich.
super leckeres Sorbet. Tja, was ist das? Wissen halt, dass es nicht. Also wir haben gerade was gefunden in meiner Küche, wo wir beide nicht wissen, was das ist. Ich weiß auch nicht, was das ist. Wo lag das denn? Da. Ich glaube, das vielleicht da drauf. Das ist der Deckel von der Fahrradklingel, glaube ich. Und wo ist das Fahrrad? Ja? Johann, weißt du, was das ist? Das ist eine Kuppelform. Eine was? Eine Kuppelform. Ja, und? Was mache ich damit? Da macht man Kugeln mit. Kuppeln. Kuppeln macht man damit. Also gibt es die auch ganz in groß. Ich habe in Rom gesehen, die hatten riesen Kuppeln am Dach. Ja, aber das ist das Leben. Das ist sehr kleine Kuppeln, ne? So, ich hole schon mal ein Kartoffelchen da raus. Erika, komm, dass du was Gescheites zum Essen kriegst. Oh, das ist aber nett von dir, danke. 5 Minuten reicht, ja? Beim Kandel? Lecker. Dauert noch. Ist das dein Eis, Johann? Der Pummel gewendet. Leider geil. Das ist wirklich gut. Ohne Witz. Wunder, probier. Moment. Natürlich den Alkohol mal beiseite. Nimm. Danke. Na, drauf. Ich will ja nicht zu nahe treten, aber es hängt gut. Genau, lecker. So, jetzt. Zander, Soße. Horst. Bist du noch da? Ja. So, das Risotto wird schön jetzt hier. Ich hab dich wieder lieb, ist alles gut. Hast mich wieder lieb, okay? Weißt du, nicht so, das Eis ist nicht so süß, sondern so richtig nee, schön. Nee, das ist wunderbar. Mit Zitrone, schön erfrischend. Weil das lässt einen jetzt schon mal Lust machen auf den bevorstehenden Frühling. Ja, ich auch sagen. Ja, ja morgen so Lust. Ja, dann ist ja das Schöne. Ja. So, jetzt da. Frühjahrsklamotten schon alle in Ordnung. Gunther, jetzt passt auf den Fisch schön auf da, der muss braten. Ich hol schon mal meine Creme Volée raus. Ich hab kurzen Hosen schon alle gebügelt. Das ist kann man jetzt den Meredith schon draufreiben? Noch nicht. Den kannst du schon mal vorreiben. Ja. Erzähl mal ganz kurz, was ist denn eigentlich dein Leibgericht? Mein Leibgericht? Ja, was du gerne kochst. Ja, also das hat auch mit Jahreszeiten was zu tun. Also vor einem Vierteljahr war ja Weihnachten. Wir lassen noch ein bisschen kochen. Da habe ich am liebsten am Heiligabend Erfurter Specksalat. Was ist das? Kartoffelsalat mit Speck? Das ist ein warmer Kartoffelsalat mit Apfel, Gewürzgurke, Speck, mit Essig und Zucker, mit Salz und dazu, Pfeffer. Und dazu gibt es Aschebrätel. Was ist das? Aschebrätel, das ist etwas... Schweinekamm. Was früher tatsächlich also in der Asche gemacht wurde, in glühender Asche. Ja. Und zwar bei den Porzellanherstellern, die hatten ja eine Zeit lang hatten die also nichts zu tun, wenn das erkalten musste, das gebrannte Porzellan. Und derzeit haben die Schweinekamm gewürzt mit Pfeffer und Salz, Senf und viel Zwiebel ringsrum. Das Ganze wurde dann eingewickelt in Butterbrotpapier und Zeitung und Butterbrot und Zeitung, das Ganze 7-mal und in die glühende Asche hinein. Also im eigenen Saft ist das geschmort. Und dazu der Specksalat. Bitte? In Meißen oder wo? In Meißen auch, aber auch in Ostthüringen, da wo ich geboren wurde. Da aber ist die Porzellanindustrie mal. Aus Eisenberg. Eisenberg, genau. Richtig. Das liegt wo genau? Das liegt. Neben Eisenach. Nein, eben genau nicht. Ja. Auch nicht neben Eisenstadt. Das wäre dann im Burgenland irgendwo. Nein, also das liegt zwischen Gera und Jena. Oder besser gesagt, am Hermsdorfer Kreuz. Aber deine Frau hat mir mal gesagt, du machst die besten Klöße, die es gibt. Ich mache, sagen wir mal, das muss ich bei aller Bescheidenheit einfach mal so formulieren. Ich glaube, ich mache die besten Thüringer Klöße in ganz Sachsen. Aber jetzt. Und meine Frau macht den besten Eintopf. Ja? Neulich hatte ich ja mal Bohneneintopf beim Horst essen dürfen. Beim Horst? Ja, der war anders. Aha. Und, als der Eintopf von meiner Frau, meine ich. Darf ich dir mal fragen, was hast du eigentlich erwartet? Ich nehme halt für einen Topf mehrere Töpfe. Kennt ihr Gewürzgurken-Eintopf? Gewürzgurken-Eintopf? Ja, das ist was Wunderbares. Der Horst macht eine ganz leckere Gewürzgurkensuppe. Die schmeckt lecker. Die ist geil. Die machst du auch, die ist, ja? Die ist super lecker. Die ist wirklich mit gut. Mit Schweinekamm und nee, ohne Schwein. Gurkensuppe, deswegen heißt die so.
Ja, es gibt auch Bohnensuppe, das ist auch Fleisch. Nein, keine Bohnensuppe. Da ist Hammel drin oder Gurkensuppe. So. Gurken ist schon da. Gurkensuppe. Ja. Und wo nimmst du die Brühe her? Sahne. Aha. Ja. Springst du auf die Hüften mit Limetto. Ich verstehe. Ja, Kuhfond nehme ich nur. Also, nein, ein bisschen Gemüsebrühe. Schön Gemüsebrühe? Zwiebeln, ja, Zwiebelchen schön andünsten. Dann kommen die Salatgurken, aber fein geschnitten, entkernt, feine Stückchen geschnitten. Schön mit rein. Ach, du nimmst keine Gewürzgurken? Nein. Schmeckt wirklich lecker, würde ich sagen. Das kann ich mir gut vorstellen. Pass auf deine Sorte auf. Zückt schon. Die Suppe meiner Frau wird mit Gewürzgurken gemacht. Nee, ich mache nicht viel mit Sahne. Ich mache nur sehr wenig ohne. Das ist schon alles sehr gehaltvoll. Ja. Ich hab, das wird tatsächlich. Ja, klar wird das. Dafür ist ja, so ein Zauberstab da. Das ist wohl damit. Rührt. Ich würde gerne einmal den Zuschauern zeigen, wie schön die Stangen geworden sind. Guck mal hier. Mmh. Ja, schön mixen. Vielleicht kann einer von draußen noch Puderzucker bringen irgendwo. Johann, deine Nachspeise hätte eine bessere Vorspeise verdient, als die, die ich jetzt hier mache. Die ist doch gut, komm, schön. Hast du es ausgemacht, Ingi? Wo? Hier? Habe ich ausgemacht, ja, passt. Okay, gut, dann ist auch noch. Komm, jetzt tue ich den Zucker hier oben drauf bei dem Mango-Creme-Brûlée karamellisieren, ja? Braunen Zucker. Wisst ihr, jetzt gibt es eine schöne Zucker-Chili-Kruste. Ich male nachher noch mal einmal ganz leicht Chili drüber. Und hier nicht zu dunkel, ja? Man braucht so einen Bunsenbrenner. Jetzt denk mal für einen Moment, man ist in der Autowerkstatt. Nee, guck mal, ist doch wunderschön hier. Schau her. Unglaublich. Gell, ist doch wirklich. Das sieht herrlich aus. Gibt eine schöne Kruste. Man muss es zum Schluss salzen. Ja, bei rohe Kartoffeln probieren ist ja blöde. Ja, eigentlich. Ah, Johann, mein Pilzrisotto. Mein lieber Kokoschinski, du, das schmeckt aber mal nach Alkohol, du. Möchtest du jetzt mal bitte meine unglaubliche Weißweinsuppe sehen? Die sieht super gut aus. Kennst du den Herrn Kokoschinski nicht? Der polnische Außenminister. Genau. So, lassen wir mal die Suppe probieren hier. Jawohl. Er ist noch nicht lange im Amt, deswegen ist der Name nicht zugeläufig. Zusammen, hast du mir jetzt wieder geschrieben? Du kannst es hier. Johann, können wir die Sendung noch mal neu anfangen? Weil ich würde gerne sagen, dass wir eine Suppe halt machen. Okay, ja, gut. Thomas, was soll jetzt abschmecken? Butter rein, Parmesan rein. Und jetzt? Schmeckt nach Suppe. Eine Reibe für Parmesan. Oder kann ich auch diese Reibe nehmen? Bitte. Also, ich bin mir ganz sicher, dass durch dieses Andünsten der Geschmack vom Rosenkohl jetzt wahrscheinlich unter der Decke hängt. Ja? Aber macht nichts, es ist optisch sehr schön. Und im Fernsehen kann man ja sagen, es würde ausgesprochen gut schmecken. Das konnte man, aber das tust du nicht, weil du mich quälst. Nein, ich quäle dich nicht. Sondern ich sage einfach, Erika, also ich habe selten so eine Rosenkohlsuppe probiert. Wirklich. Auch wenn ich dieses... Toll. Soll ich jetzt noch rühren, das Teil jetzt abnehmen? Ich finde die toll. Riecht doch nicht. Warte mal gerade, ich probiere noch mal. Die Soße fertig. Indem ich den hier reinmal, den Traum! Also selten so was Leckeres wie essen. So, pass auf, jetzt tust du die schön da rein. Mehr. Aha. So, Butter jetzt rein. Nach Lichterart. Nein, die wird zu scharf. So, umrühren jetzt, einrühren und Käse reinrühren. Pass auf, Schatz. Erst in die hier rein, schön ohne zu knuppern. Dann machst du ein bisschen von dem Lachs drauf. Ich streue ein bisschen Schnittlauch drüber. So, dass es hübsch aussieht. Ich sollte auch ein Messer reinmachen. Ich nehme mein Messer hin. Johann, ja. Kann es sein, dass du das Risotto gerade mit einem Pfund Butter gerettet nein, hast? Nein. Ich auch. Oder habe ich mich da versehen? Ich wollte sparsamer damit umgehen. Ja. Aber er wird ja wissen, was er tut. Kommt doch nichts. Ich meine, entschuldige bitte. Stimmt, Johann. Und in Butter und Sahne ist auch kein Zucker. Yeah. Hast du das so gesagt? Also das sieht ja blöd aus. Ja, weißt du. Ich schau mit den Schalotten. Dann mal ein bisschen mehr in die Mitte. So, guck mal, da hast du ein kleines Häufchen. Lecker, guck mal, wie schön ich. Dann schöner mehr dich schauen wir jetzt. So. Ja, und dann gehst du bitte hin, machst noch den Schnitt nach oben drauf. Mhm. Weil ich ihn jemals wiederfinde. Nein, genau. Reicht der oder soll ich noch welchen machen? Der Parmesan ist zu wenig. Parmesan, ja, ich hatte schon eine Ladung drin. Ist das ausreichend so? Das ist zu viel, aber sehr. Ja, ist ja, lass drauf.
Lass es einfach drauf, ist schön. Ich finde, es ist eine Ich finde es toll. Und außerdem habe ich nicht gekleckert. Wichtig ist ja, dass es dir auch gefällt. Ich finde es schön. Ja? Ich finde es ausgesprochen schön. So. Was machen wir jetzt damit? Wir stellen das auf den Tisch und essen das so. Gleich. Ja. Abschmecken bitte das. Du meinst, ich soll zwei Teller machen? Nein, danke. Bitte Pfeffer und Salz dran. Sag mal, du hast ja jetzt so viel Parmesan drin. Ist von dem Reis überhaupt noch was da? Was? Der Johann hat gesagt, es sei zu wenig. So, jetzt müsste es ausreichen. Also, wenn du möchtest, ich hätte noch Butter, Johann. Und von dem Schnaps hätten wir auch noch was. Ja. Du hast vergessen. Was denn? Das heißt Rote Beete Risotto. Ah, siehst du. Wenn. Komm, wir zwei gehen schon mal an den Tisch. Komm, ich schön. Toll, oder? Sehr schön. So, wie konnte ich denn die Roten vergessen? So. Schön so. Einrühren jetzt noch und dann anrichten. Ich mache das Ding jetzt fertig. Bitte okay. Schön. Dankeschön. Ah, so, pass auf. Stell's einfach nach vorne. Sieht doch gleich ganz anders aus. Was? Sieht doch gleich ganz anders aus. Ja, so. Teller hole ich auch noch für dich. So. Ist da Platz? Ja, ja, setz dich schon mal. Ich bring mal zu trinken mit. Ich finde, das sieht schön aus. Reicht der mir rettig? Was denn? Reicht alles hier, alles gut. Alles gut. Okay, so. Gut. So, Erika. Ach, bei unter einem kennt man nicht, wenn man zu spät kommt, hier wird halt nichts mehr, ne? Eben. So. Straft der liebe Gott nicht, ist. Oder man muss, Erika Berger. Genau. Ich meine, ist ja auch sehr selten, dass Männer zu spät kommen, ne? Und wenn es ums Essen geht, wenn es ums Essen geht, dann ist es gang. Liebe Erika, es war mir ein außergewöhnliches Vergnügen, mit dir mal kochen zu dürfen. Und diese Variante einer Suppe mit Rosenkohl ist toll. Dankeschön. Lieber Horst, ich bin sehr glücklich, dass ich mit dir kochen durfte. Und ich mag dich eigentlich wahnsinnig gerne. Weißt du eigentlich, wie man mich nennt zu Hause? Nein. Erik Berger. Mit mir kannst du über alles reden. Ja, ja, ist mir schon klar. Auch über meine versaute Rosenkohlsuppe. Ja. Jo, hat irgendjemand Johann gesehen? Meine Damen und Herren, ansonsten würde ich sagen, nächste Woche Samstag wird er wieder dabei sein. So, das sieht doch toll aus. Da soll er doch reden, was er will. Das sieht so toll aus. Ja. Guck dir das an. Oh. Oh. Du? Super. Sehr fein. Sehr fein. Sehr nett. Klasse ausgehen. Bitte sehr. Und das ist immer wieder. Was, guck mal. Ich kann mich noch so anstrengen. Mein Essen sieht immer aus, als wenn er noch geprobt wäre. So. Nur einen Traum. Egal, was du Erika fragen willst. Ja. Ich frage nicht, ich handle. Guten Appetit. Wunderbar. Bitte den Ball. Danke. Ich würde sagen, alle weiteren Fragen, liebe Zuschauer. Nächste Woche Samstag bei Lauf nicht der Lecker, oder? Genau. Und Johann, eins muss ich sagen, nach der Sendung habe ich keine Probleme mehr mit dir. Tschüss!